Abschlussveranstaltung unseres zweijährigen Projektes, was wir jetzt im Februar hier abschließen, was sich nennt Bridging Generations. Dieses Projekt wurde hauptsächlich durch ein europäisches Programm Europe for Citizens gefördert und unterstützt. Und in diesem Projekt ging es darum, generationsübergreifend einen intergenerellen Kulturdialog zu starten und dabei sich speziell mit der Aufzeichnung von den Stimmen der älteren Bürger zu befassen. Und im Rahmen dessen haben wir ganz viele Zeitzeugen-Videos produziert hier in Dresden und auch in den Partnerstädten, in den Ländern in Polen, in Griechenland, in Ungarn und in Italien. Xenophon Sacchin ist 1954 in Saloniki geboren, studierte 1973 bis 1978 Druckgrafik und Bühnenbild an der Hochschule für Bildende Künste in Athen. Seine ersten sogenannten Boxen datieren auf das Jahr 1999 und waren damals aus transparentem Plexiglas gefertigt. Die Deckel der Boxen versah Professor Sacchin mit Gravuren, welche sich dann auf der Grundfläche als Schatten abzeichneten. Die Boxen wurden zu diesem Zweck mit einem Spot von unten beleuchtet. Hier spielte Professor Sacchin bereits bewusst provokant mit dem traditionellen Begriff des Druckstocks und dessen Vervielfältigung. Nach seiner Ansicht ist es gerade dieser Prozess des Anfertigens des Druckstocks, welcher die originäre Verwandlung des Gedankens bzw. der Erinnerung in den künstlerischen Gegenstand vollzieht. In den Folgejahren stellt Sacchin bei seinen Arbeiten oft lediglich den Druckstock aus, anstelle des Abzugs auf Papier. Der Gedanke, der dahinter steht, ist, dass bereits der Druckstock die Erinnerung des Künstlers verkörpert. Wir sehen also hier in dieser Ausstellung für die nächsten Wochen eine Ausstellung mit seinem gegenwärtigen Schaffen. Das betrifft insbesondere die Zeichnungen, die Sie hier an den Wänden sehen. Ich glaube, die Objektarbeiten sind wohl zum Teil auch schon etwas älter. Ich musste spontan an das Museum der Unschuld von Orhan Pamuk in Istanbul denken. Diese Gegenständlichkeit, dieser Objektcharakter hat mich daran erinnert. Aber der Hintergrund dieser Arbeiten, Sie werden es sehen, ist natürlich ein viel ernsterer als bei Pamuk. I'm really honored to be in Dresden since now you know my passion about history and my passion about the logic and the logic that it's lost. So you can understand all what I'm trying to say and what I'm trying to make people remember of and try to dream of a better future.